kann Sie nur bitten, die ersten Fehler gütig zu verzeihen und von mir nicht zu erwarten, dass ich ein Supermann und ein fehlerloser Mensch bin. Allzu viel verzeihen musste man dem Präsidenten in den ersten 100 Tagen nicht. Gauck ist nun einmal Gauck und sich selbst treu geblieben, eine emotionale und nahbare Person, ein Intellektueller, ein Mensch mit viel Einfühlungsvermögen, in der Lage, Gefühle zu zeigen, wie beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dies ist ein ergreifender Moment für mich. Mehr als 7 Jahrzehnte. Gauck, und das wurde am Rande seines Israel-Besuches auch deutlich, ist aber eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Einer, der mit seiner Meinung keineswegs hinter dem Berg hält, auch wenn er damit gegen den Strom schwimmt. Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringt, ihren Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, politisch umzusetzen. Er sei in einem Prozess, sich selbst zu definieren, und er hoffe, dass am Ende noch ein bisschen Gauck übrig bleibt, hat der höchste politische Würdenträger im Land kürzlich zu Protokoll gegeben. Es dürfte eher viel Gauck, viel von demjenigen übrig bleiben, der Sprechblasen hasst und dann gelegentlich seine Emotionen in nicht immer ganz passende Worte fasst. Noch viel weniger gerne denken wir daran, dass es wieder deutsche Gefallene gibt. Das ist für unsere glückssüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen, sagte Joachim Gauck unlängst vor den Führungskräften der Bundeswehr. War da der frühere Pfarrer bei der Predigt zu seinem Thema der Freiheit ein wenig vom Redemanuskript abgewichen? Freiheit, so haben wir gelernt, ist ohne Verantwortung nicht zu haben. Hier in der Bundeswehr treffe ich überall auf Menschen mit der Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen. Gewissermaßen treffe ich auf Mutbürger in Uniform. Mutbürger als Gegensatz zu Wutbürger? Und war da nicht etwas von Planwirtschaft bei der Energiewende, Kreativität bei der Wahl kritischer, mahnender, versöhnender Worte? Europa, die Beziehungen zu Polen und Holland gelten ihm als Herzensangelegenheit. Er lobt, wenn andere durch Schweigen tadeln, etwa bei der Entlassung des Umweltministers Röttgen, und zeigt Souveränität im Amt, wenn er offenbar ohne Rücksprache mit der Kanzlerin ankündigen lässt, die Unterschrift unter den Fiskalpakt auf Wunsch des Verfassungsgerichtes hinauszuzögern. Souveränität zeichnet ihn also aus, diesen Gauck, dieser Präsident, praktiziert die Freiheit, die er in seinen Reden so hochhält. Und die Leute schätzen das an ihm. Laut Forsa-Umfrage sind 78% zufrieden oder sehr zufrieden mit seiner Amtsführung.